Auch ich danke der Ministerin für den abgegebenen Bericht. Vor allem aber danke ich der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen für die Untersuchungen, die hinter den Berichten stehen. Und von denen in diesem Hohen Haus offensichtlich, das hat der Beitrag der Kollegin Baum gerade gezeigt, noch nicht jeder verstanden hat, was da drin steht. Ich versuche mal auf zwei Bereiche zu fokussieren. Das eine ist der Bereich des Regelstandards erleichtertes Bauen. Professor Wallberg und die Arbeitsgemeinschaft weisen in der Untersuchung nach, dass die Effizienzhauskategorien 55, 40, die alle auf dem Gedankengut bestehen, dass wir alle immer effizientere Häuser bauen müssen und nur dadurch ökologisch wertvoll werden, dass alle diese Effizienthauskategorien mitnichten einen ökologischen Effekt haben, sondern sogar einen negativen ökologischen Effekt. Durch die grauen Emissionen in Beton und übertriebene Standards haben wir nicht nur das Bauen verteuert, sondern auch noch der Ökologie einen Tort angetan, meine Damen und Herren. Das steht in der Studie drin. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Frau Baum, lass es mal. Und das heißt auch, dass es ja völlig richtig ist, wenn die Landesregierung jetzt sagt, natürlich nehmen wir jetzt den Regelstandard erleichtertes Bauen als Grundstandard für die Förderung, also für alles, was wir im geförderten Wohnungsbau machen. Aber in Wahrheit ist doch die Erkenntnis, das muss für alle Baustandards eigentlich gelten. Wieso sollten wir dann bei KfW plötzlich Effizienzhaus 40 Kategorien fördern, wo nachgewiesen ist, dass das ökologisch sinnlos ist? Im Gegenteil, dass es sogar noch ökologische Schwierigkeiten macht. Bis hin zu den Dingen, die man heute in Häusern freundlich verbaut, die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, von der Professor Wallberg am Montag in einer Veranstaltung sagt, das ist eine CO2-Schleuder. Aber gepriesen worden ist sie unter ökologischen Gesichtspunkten. Wir müssen unbedingt noch effizienter werden. Dass mit diesen Kategorien aufgeräumt wird, ist dankenswert. Es ist richtig, dass die Landesregierung auf diese anderen Standards setzt. Es ist wichtig, dass wir jetzt für das regelmäßige Bauen von den Standards runterkommen, die wir die ganze Zeit immer gepredigt haben. Wallberg weist nach, dass wir vor 20 Jahren ungefähr 600 Vorschriften beachten mussten für das Bauen. Heute sind es 3600. Von denen sind mit Sicherheit 1500 überflüssig oder falsch. Und das ist es, was wir tun müssen, um das Bauen wieder in Gang zu bringen. Wir müssen weg von übertriebenen Standards. Und jetzt, liebe Frau Baum, kommen wir mal zu dem zweiten Teil und auch, lieber Herr Dick, man kann Ihnen nicht helfen an der Stelle, aber man muss in so eine Machbarkeitsstudie dann schon mal tief reinlesen, damit man liest, was das Fazit eigentlich ist. Machbarkeitsstudie klimaneutrales Bauen. Ich zitiere aus dem Fazit. Alle drei Untersuchungsszenarien erreichen unter der Voraussetzung einer 100%ig emissionsfreien, leitungsgebundenen Wärmeversorgung das Ziel der Klimaneutralität im Wohngebäudestand entsteht heute im Jahr 2045. 100% leitungsgebundene Wärme. Im zweiten Teil der Studie weist Herr Professor Wallberg nach, dass in Schleswig-Holstein im besten Falle eine 40%ige leitungsgebundene Wärmeversorgung möglich. Und das merken wir ja alle bei unseren kommunalen Wärmeplanungen gerade, weil überall in den Kommunen stellen alle fest, ja, das ist ja sehr schön, aber es gilt für einen minimalen Teil meiner Kommune, dass man da irgendwas machen kann. Also auf Deutsch, erster Teil, das funktioniert klimaneutral bis 45 nur, wenn es 100% leitungsgebunden wäre, das aber haben wir nicht. Zweiter Teil, zweite Aussage, Herr Kollege, im Jahr 2040, und das ist ja Ihr Zielszenario, hingegen ist selbst beim ambitioniertesten Szenarien, auch unter Verwendung von extremen Ansätzen bei der Gebäudeeffizienz, Restemissionen im Wohnbaugestand Schleswig-Holstein zwingend vorhanden. Auf Deutsch, Ihr Klimaziel 2040 im Gebäudestand ist Utopie. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Das ist Teil Ihrer Studie. Und der dritte Teil der Studie, der ist dann besonders nett, wenn man das mal sagen mag. Das geht dann nämlich darum, wie wirkt sich das Ganze denn tatsächlich auf die Haushalte in Schleswig-Holstein an. Nur einige freundliche Beispiele aus der Studie selbst. Eine Familie in einem Haus, das vor 1919 gebaut worden ist. Eigenheim, Familie mit zwei Kindern. Freistehendes Haus in Neumünster, 120 Quadratmeter Wohnfläche. Bisherige Wohnkosten 1.100 Euro, zukünftige Wohnkosten 1.600 Euro im Monat, meine Damen und Herren.
Das sind 500 Euro im Monat für eine Familie mit zwei Kindern oder 6.000 Euro im Jahr. Zweites Beispiel. Seniorinnen. Im einfachsten Szenario. Senioren und Senioren. Ein Zwei-Personen-Haushalt, 65 Jahre, Wohnfläche 100 Quadratmeter, freistehendes Haus in Eckernförde. Bisherige Wohnkosten 1.060 Euro. Zukünftige Wohnkosten 1.360 Euro bei Einsatz der Werbepunkte. Und da sind Kommen die Sie Kosten bitte zum Schluss. Für die Einbau der Wärmepumpe noch gar nicht dabei. Das sind die Wohnfolgekosten, meine Damen und Herren. Und das halten Sie für sozialverträgliche Umsetzung von Bauen. Da ist Sprengstoff drin, meine Damen und Herren. Und deshalb finde ich es gut, dass es die Studien gibt. Und ich finde gut, wenn wir intensiv darüber reden, denn wir werden Herr Abgeordneter.